Grüß euch in mein Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Wir Menschen haben Träume. Oft hat es gar keine Bedeutung, weil im Schlafzustand bearbeitet unser Gehirn die täglichen Eindrücke. Es gibt manchmal aber Botschaften über Träume. Diese Bilder entstehen von Neptun-Energie und die Mond vermittelt uns das weiter und beeinflusst nicht nur unseren Gefühlen, sondern auch unseren Unbewussten und vermittelt diese Botschaften, diese Bilder. Und diese Träume, was Besonderes ist, kann man auch deuten. Ich habe ein E-Mail erhalten von Carla, das ist natürlich die Nickname, das ist nicht der richtige Name, ich möchte das anonym behandeln und ich lese das mal vor. Also das ist der Brief von Carla. Meine Tochter hatte vor kurzem einen Traum, der uns beide ein unheimliches Gefühl hinterlässt. Kannst du das bitte für uns deuten? Meine Tochter, ihr Bruder und ich waren in einem abgelegten leeren Landhaus und wollten abreisen. Es gab mehrere Etagen und wir befanden uns im Erdgeschoss des Landhauses. Die Koffer waren schon gepackt. Wir wollten den Bus nehmen, der nur dreimal am Tag kam und vor der Tür halten sollte. Den ersten Bus sahen wir vom Fenster aus, wie er wegfuhr. Der zweite Bus kam viel zu spät, der dritte und letzte Bus war zu früh, so dass wir hinterher gelaufen sind und ihn trotzdem nicht bekommen haben. Wir bemerkten auf der linken Seite auf einem weit entfernten Hügel, dass es brannte. Wir waren alle genervt von dieser Situation. Ich war so wütend, dass ich sagte, ich gehe lieber zu Fuß, das geht viel schneller, als dass ich hier noch länger warte, und ging fort. Meine Tochter kehrte zurück ins Haus und setzte sich in die Küche und dachte, dass ihr Bruder auch mit mir gegangen sei. Nach einigen Zeit bemerkte sie eine geschlossene Tür. Sie wollte die Tür öffnen, doch sie klemmte. Mit etwas Anstrengung gelang es ihr, die Tür zu öffnen. Es waren Beine, die hinter die Tür hingen, so dass diese nur schwer zu öffnen war. Dann schaute sie hoch und sah ihr Bruder, der sich gerade erhängt hatte und noch röchelte. Dann wurde sie wach. Wie könnten wir diese Traum deuten? Es ging um Carlas Tochter, also das ist ihr Traum, ihr Bilder. Das heißt, ein leeres Landhaus. Wenn das leer ist, dann fühlt sich das leer an. Das beschreibt vielleicht ihre Situation oder wie ihr Leben gerade empfindet. In diesem Landhaus sind mehrere Etagen, also mehrere Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber sie stehen mit gepackten Koffer unten im Eingangstür. Das heißt, man möchte schon dieses Haus verlassen. Man ist vorbereitet für eine Veränderung. Die drei Busse sind die Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft. Die eine Bus war der richtige Zeitpunkt, aber ist nicht angehalten. Die andere kam zu früh, andere zu spät. Das heißt, es bestimmt den Zeitpunkt. Die Ideale wäre natürlich, die Bus zu nehmen, was in den richtigen Zeitpunkt kam. Aber dieser Bus ist nicht angehalten. Das heißt, für mich
Man fühlt sich leer. Man ist vorbereitet nach einer Veränderung. Die Koffer sind gepackt. Man wartet auf den Bus. Aber nicht warten, dass das von außen kommt und hält auch an, sondern selber diese Tür öffnen, was ich später versuchte, diese Tür öffnen, sondern den richtigen Augenblick zu öffnen. Und Carla, die Mama, wo dann bei diesem ganzen Situation, das zeigt auch, wie das geht, wo sie genervt ist und sagt, ich warte nicht auf den nächsten Bus, sondern ich nehme selber das im Griff und komme ich schneller ins Ziel, ich laufe lieber zu Fuß. Das heißt, Carla ist in einer Veränderung und zeigt ihren Tochter, wie das geht. Schau mal, ich mache das selber. Ich warte nicht, bis der nächste Tag die Bus kommt, sondern ich mache meinen eigenen Schritte. Und das ist eine Botschaft für die Tochter, das wahrzunehmen, weil das ist die richtige Entscheidung. Nicht zurück in diesem leeren Haus und warten, bis die Bus kommt, wo man überhaupt nicht weiß, hält es an oder kommt zu spät oder kommt zu früh und dann ist die Tür alle zu. Und bis dann soweit ist, bis man sich wirklich bewegt, ist es vielleicht zu spät. Aber was hindert bei diesem Schritt zu machen, diese Tür zu öffnen? Das war die Bruder, der sich enthängt hat. Und das heißt erstes Mal, die Ängste verlassen zu sein. Und natürlich diese Ängste zu bewältigen. Das heißt, die Bruder zeigt, etwas muss hier absterben. Das ist nicht die Todesfall oder ein Selbstmord, sondern ich betrachte das symbolisch. Die Mutter zeigt, schau mal, mach deine Schritte selber, wie ich das dir zeige. Warte nicht, bis ein Bus kommt. Und die Bruder zeigt, schließ nicht die Tür, sondern lass das einfach offen. Und verändern etwas. Etwas muss absterben. Das ist das Tod, was absterben muss. Aber das ist nicht die Todesfall des Bruders gemeint ist, sondern die Bruder zeigt etwas. Das sind die Ängste. Die Ängste muss absterben und natürlich auch die Handlungen, die Tür offen lassen oder bewegen, wie die Mutter sagt. Und die Küche hat auch eine Bedeutung. Die Küche ist wie eine alchemistische Küche, da kocht man etwas. Da sind die Rezepte, man vorbereitet etwas, da plant man etwas. Und das beschreibt mir die Leben. Also das heißt, einen Plan zu haben, etwas zu kochen und da die Türen offen lassen. Und die Angst muss gestorben werden, verabschieden von Angst, loslassen von Angst. Und dieser weite Blick, das kam auch im Traum vor, die weite Blick im Hügel, wo brennt. Das sind die Eindrücke von außen, wie man die Umwelt wahrnimmt. Das kann vieles bedeuten. Das kann die eigenen Leben, die Probleme bedeuten, weil das brennt. Oder die Nachrichten, was man liest in Zeitung, da brennt auch überall. Oder ein schlechter Film, wo man auch bedrückt. Weil da brennt auch etwas. Also Blick nicht nach diesem Hügel richten, wo brennt, sondern den Weg richten, wo man gehen möchte. Und die Mutter, also Carla, die mir das geschrieben hat, die Mutter zeigt auch, schau mal, so macht man das, so kommt man weiter. Und die Bruder zeigt, wenn du dich zumachst und ziehst dich zurück in diesem leeren Haus und wartest, bis der richtige Bus kommt, wo auch anhält, dann schließt du die Türen vor deinen Möglichkeiten. Und etwas muss absterben. Angst, weil dieses Bild, die Bruder aufgehängt, das sind Ängste.
Ängste, etwas zu verloren. Die Mutter ist weg, fühlt man sich alleine. Die Bruder ist nicht da. Die dachte auch, das beschreibt auch die Traum, ihre Gedanken war, die Bruder ist auch gegangen. Also die Mutter ist gegangen, die Bruder ist gegangen, wie sie das dachte. Sie fühlt sich alleine gelassen. Und wenn man alleine gelassen fühlt in einem leeren Haus, wo man nicht weiß, was kommt, und die Türe ist auch zu und sieht man noch die brennenden Hügel, hat man Ängste. Und diese Ängste soll gestorben werden. Und das zeigt, dass die Bruder ist da. Aber diese Angst muss gestorben werden. Und die Mutter ist die Beispiel, wie man sich etwas in Bewegung setzt. Und die Küche etwas zu kochen, die Zutaten vorbereiten. Und das ist ein Plan zu haben über das Leben. Für mich ist dieser Traum erstes Mal verabschieden von Ängste. Dann Ziele setzen, wo soll die Reise gehen? Und nicht die brennende Hügel betrachten, sondern die Ziele betrachten. Aber bevor man diese Schritte macht, was die Mutter auch zeigt, wie das geht, nicht warten, bis ein Bus kommt, sondern selber die Schritte machen. Und bevor man diese Schritte überhaupt macht, nur noch zurückziehen für einen Moment in die Küche, etwas vorbereiten. Etwas vorbereiten, einen Plan. Und dann, wenn man Pläne hat, wenn man Ziele hat, wenn man zielorientiert ist, wenn diese Ängste verliert, diese Verlustängste oder diese alleingelassen zu sein, dann öffnet sich auch Türe. Und diese Türe selbst öffnen und nicht warten, bis ein Bus kommt, sondern selbst die Schritte machen, weil so bringt man das Leben in Ordnung. So war für mich, so würde ich deuten, dieser Traum eine Botschaft. Ich bedanke diese E-Mail, diese Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.